Es ist nicht wahr, dass die Bäume auf sich selbst angewiesen sind. Wenn Mutter Natur ihr Verhalten verändert, kann sogar ein sehr kräftiger Baum, der in seinem Leben viele Wirbelstürme überstanden hat, schnell verkümmern und zugrunde gehen. Sehr ähnlich erweist sich auch der Mensch als gänzlich hilflos, besonders wenn er noch nicht vollständig erwachsen ist oder durch eine Fügung des Schicksals ohne Eltern geblieben ist. Bolschoi-Isakowo liegt etwa 10 Kilometer östlich von Kaliningrad-Königsberg. Eine seiner Hauptsehenswürdigkeiten ist ein malerischer See. Die Hauptstraße, die vormals noch mit vielen Waren gefüllte Geschäfte gesehen hat, ist heute nach dem völligen Umbruch reichlich leer. Bushaltestellen, an denen man heute stundenlang vergeblich auf Busse warten muss. Im Zentrum der Siedlung befindet sich das Massengrab mit den sterblichen Überresten derer, die ihr Leben nicht nur für die Heimat und Stalin, sondern auch für die helle Zukunft ihrer Kinder hingegeben haben. Auf einer dieser stillen kleinen Straßen wurde vor kurzem ein Kinderhaus für 15 Zöglinge gegründet. Dieses bunte Schildchen mit der Aufschrift Anthropos wurde nicht zufällig am Eingang dieses Kinderhauses aufgehängt. Es hat sich so ergeben, dass diese unabhängige internationale Organisation vor einiger Zeit die Patenschaft über dieses Kinderhaus übernommen hat. Während die Kinder gerade einen Spaziergang machen, haben wir uns mit der Direktorin des Kinderhauses, Frau Tatjana Oreschina, unterhalten. Dima und Kolja. Am 16. Mai sind die ersten zwei Kinder, Dima und Kolja, gekommen. Im August hatten wir schon 15 Kinder. Und was für Kinder sind das? Mit welchen Schicksalen? Die Kinder haben unterschiedliche Schicksale und verschiedene Wege führen diese Kinder ins Kinderhaus. Da gibt es einige Kinder, deren Vätern und Müttern die Elternrechte entzogen wurden. Dies ist in den meisten Fällen der Fall. Obwohl unser Haus ein Kinderhaus für Vollwaisen ist, gibt es bei uns in Wirklichkeit nur zwei Vollwaisen. Alle anderen Kinder haben Eltern, denen aber die Elternrechte entzogen wurden oder die im Gefängnis sitzen. Zum Beispiel haben wir ein Mädchen, Natascha, die ein sehr kompliziertes Schicksal hat. Als sie zu uns kam, sahen wir, dass ihr Köpfchen und der Hals mit siedendem Wasser übergossen worden waren. Das war ihre Mutter im betrunkenen Zustand. Wir bemühten uns, dem Mädchen ein Tuch um den Kopf zu binden und es festlich zu kleiden, damit es sich nicht gekränkt fühlen musste. Wir alle bemühen uns, das nicht zu bemerken, und den Kindern erklären wir, dass dies im Leben eben vorkommen kann und alle Menschen unterschiedlich Schicksale haben. Da ist Julia, auch sie hat ein sehr kompliziertes Schicksal. Ihre Eltern sind in Taschkent gestorben, sie ist vollwaise. Zuerst wurde sie von ihrem Onkel abgeholt und wohnte bei diesem für einige Zeit. Sie erledigte in seinem Haus verschiedene Arbeiten, half im Haushalt und pflegte die Haustiere. Sie ist 9 Jahre alt. Dann wurde sie zu uns gebracht und jetzt fühlt sie sich so, als ob sie hier zu Hause wäre. Vor kurzem holte ich sie aus dem Krankenhaus ab und sie sagte zu mir: Nimm mich nach Hause. Das war für mich sehr angenehm. Nach Hause, was bedeutet das? Zu uns, ins Kinderhaus. Die Kinder nennen es ihr Zuhause. Wir haben zum Beispiel 3 Kinder aus einer Familie. Nina ist 12, Sascha 9 und Juroschka ist 3 Jahre alt. Sie haben verschiedene Familiennamen, aber es sind alles Kinder einer Mutter. Weder die Väter noch die Mutter sind je hier gewesen. Wir haben sie niemals gesehen, aber ihre Kinder wohnen bei uns. Gibt es Kinder bei Ihnen, die nach Hause zurück in ihre Familien wollen? Nein, solche Kinder haben wir nicht. Sie wissen nicht, was eine herkömmliche Familie ist, und sie haben noch nie etwas derartiges erlebt. Alle Kinder haben ein sehr kompliziertes Schicksal. Einige Kinder waren unterernährt. Sie gingen zur Milchfarm und bettelten um Milch. Sie waren völlig unterernährt und konnten sich in der ersten Zeit bei uns überhaupt nicht satt essen. Obwohl sie anfangs jeweils 2 Portionen gegessen haben, nahmen sie einander noch das Brot weg. Allmählich merkten wir, dass die Kinder sich wirklich eingewöhnt haben. Sie essen nur noch eine Portion und das reicht allen auch völlig. Die jungen Kinder sind ohne eine Spur von Verlegenheit in das Auto des Vertreters des Anthropos e.V. in Kaliningrad, Herrn Jürgen Leiste, eingestiegen. Sie wussten, dass es ihnen erlaubt war. Die Kinder helfen den Erwachsenen übrigens auch sehr gerne.
So liefen sie zu einem Wagen mit Lebensmitteln, um diesen zu entladen. Und wenn sie im Hof sind, suchen sie nach Schaufeln oder einer Gießkanne und erledigen sehr gewissenhaft alles, was jeweils nötig ist. Die Älteren finden nichts dabei, mit dem Staubsauger die Räume zu säubern, und sie helfen auch den Kleinen gerne, ohne sich dessen zu schämen oder zu streiten. Neben dem Kinderhaus befindet sich eine Musikschule, und Herr Leiste schmiedet mit Frau Tatjana Oreschina schon Pläne, wie diese Zöglinge bald auch an der wundervollen Welt der Musik teilhaben können. Für uns war interessant zu erfahren, wie sich die Dorfleute gegenüber den neuen Nachbarn, die nun in ihrer Nähe wohnen, verhalten. Auf diese Kinder muss man Acht geben. Sie müssen gepflegt werden, nicht wahr? Es sind verwahrloste Kinder. Völlig verwahrloste. Die haben weder Vater noch Mutter. Wo sollen die denn hin? Was für Eltern müssen das sein, die ihre Kinder im Stich lassen? Das sind keine Eltern, das sind einfach, russisch gesagt, Idioten. Die haben ihre Kinder im Stich gelassen. Tun ihnen die Kinder leid? Ja, die Kinder tun mir leid. Was für Kinder? Was soll man da tun? So ist es nun mal. Wie bist du hierher nach Isakowo gekommen? Ich wurde hierher gebracht. Warum? Um hier zu wohnen. Und wie kam es, dass du hier wohnst und nicht in Kaliningrad, wo deine Mutter und dein Vater sind? Zuvor war ich in einem anderen Haus, aber meine Mutter hat getrunken. War es dort schlimm für dich? Wir bekamen nichts zu essen und waren hungrig. Und dein Papa? Papa? Ich habe keinen Papa. Er hat sich erhängt. Hattest du es schwer mit deiner Mutter zu Hause? Natürlich. Und hier? Hier nicht. Kennst du irgendein lustiges Märchen? Мой отец еще до тюрьмы у меня был. Einen Vater hatte ich, bevor er ins Gefängnis kam, aber eine Mutter hatte ich nie. Und dann, nach 2 Jahren, hat man ihn ins Gefängnis gesteckt. War er so schlecht? Nein, er war gut. Nur trinkt er und man hat ihn wegen Diebstahl ins Gefängnis gesteckt. А до детского дома где ты жил? Я тоже в приюте на Тургеневой. В приюте? Да. Wo hast du vor dem Kinderhaus gewohnt? In der Turgenierstraße. Im Waisenhaus? Ja. Und wie kam es, dass so ein kleiner Junge wie du, wie alt bist du jetzt? Ich bin 7 Jahre alt. Du bist 7 Jahre alt und wohnst nicht zu Hause, mal im Waisenhaus, mal im Kinderhaus. Wie hat sich das ergeben? Man hat mich von zu Hause abgeholt. Man hat mich von zu Hause weggebracht. Und warum? Meine Mutter hat getrunken. Man hat mich abgeholt. Hat es dir missfallen, dass deine Mutter getrunken hat? Und warum? Was geschah bei dir zu Hause? Sie hat getrunken, weil man sie gezwungen hat zu trinken. Und wo ist deine Mutter jetzt? Sie trinkt weiter zu Hause. Papa ist im Gefängnis. Tut dir deine Mutter leid? Nein, aber Papa tut mir leid. Und warum tut dir Papa leid? Weil er mich nicht schlägt und nicht trinkt. Aber Papa tut mir leid. А тебе маму жалко? А папу? Папу, да. А почему папу жалко? Потому что он не бьет меня. И не бьет. Ein guter Papa, der dich nicht schlägt, ist im Gefängnis? Aber warum ist denn jetzt im Gefängnis? Weil einen, meinen Freund getötet hat. Это убил одного, это моего друга.
Hast du vielleicht irgendwelche guten Erinnerungen daran, wie du zu Hause gewohnt hast? Kannst du dich an irgendetwas Schönes erinnern, dass du dich zu Hause wohlgefühlt hast? Ja. Was zum Beispiel? Als wir gekommen waren, wir wohnten dort zu Hause, wir sind in das Haus eingezogen, dort habe ich einen großen Sack mit vielen Spielsachen gehabt. Mama hat nicht getrunken und Papa hat auch nicht getrunken. Дед, мамка ж того не пила, и папка не пил, не убивал никого. Das sind Geschenke aus Deutschland, von deutschen Kindern. Von deutschen Kindern? Вот у вас тоже на вашем детском доме тоже такая картинка есть. Что она означает? Ты знаешь? Was ist das Anthropos? Anthropos bedeutet Mensch. Diese internationale gemeinnützige Organisation wurde 1987 in Deutschland gegründet und hat bisher einige hundert Mitglieder. Der Anthropos e.V. sieht seine Hauptaufgabe darin, die Kinder einer neuen Generation zu erziehen, einer angstfreien Generation, die mit Hoffnung und Mut der Zukunft entgegensieht. Dieses Kinderhaus ist das erste Anthropos-Kinderhaus in Russland. Und dies nicht zufällig. Es begann damit, dass wir in Kaliningrad wirtschaftliche und sozialpolitische Informationen gesammelt haben. Dabei entdeckten wir Probleme, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern, die durch den Zerfall der Sowjetunion entstanden waren. Wir lernten die Lebensweise verschiedener Menschen kennen und erfuhren, wo und wie sie leben. Wir gingen dann zum Komitee für Wissenschaft und Bildung bei der Gebietsadministration und fanden dort ein gutes gegenseitiges Verständnis und vor allem in Herrn Salichow einen guten Gesprächspartner. Er verwies uns an das Kinderheim Isakovo und wir erfuhren, wie Kinder in einem Kinderhaus in Russland leben, welche Probleme der Staat auf diesem Gebiet hat und mit welchen Schwierigkeiten zu kämpfen ist. Lassen Sie mich kurz erklären, wodurch sich der Anthropos e.V. von anderen Institutionen unterscheidet, die humanitäre Hilfe leisten. Wir sind keine kommerzielle Organisation. Gelder, die von Sponsoren und unseren freiwilligen Helfern eingehen, werden direkt und ganz konkret für die Finanzierung unserer Projekte verwendet. Das geschieht in der Weise, dass jeder sehen kann, wozu seine Spenden verwendet werden, und dies ohne große Bürokratie. Wir sind unabhängig und frei von religiöser oder staatlicher Einseitigkeit und ohne ideologischen Einfluss. Hier in Isakovo beunruhigt uns vor allem das Problem der Wasserversorgung. Darum müssen wir uns besonders kümmern. Es ist dringend notwendig, verschiedene Sanierungen durchzuführen und die Grundlage für den Anbau zu sichern, um für die Kinder bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Wir werden diese Pläne finanzieren und die Projektierung der Bauarbeiten wird gerade von der Administration vorbereitet. Und das ist noch nicht alles. Mit Hilfe des Anthropos e.V. wurde mit der Ausrüstung eines medizinischen Kabinetts begonnen. Bisher wurden ein Inhalationsgerät und ein Gerät für Ultraviolettbestrahlung bereits angeschafft. Jetzt können sich die Kinder auch schon interessante Rundfunksendungen oder gute Musik anhören, weil ihnen zwei Radios geschenkt wurden. Auch ein großes Farbfernsehgerät lädt zum Beispiel zu einem Zeichentrickfilmprogramm ein. Und was für schöne Bücher die Kinder jetzt bereits haben. Zuerst dachten wir, dass wir die Drainage und die Kanalisation selbst reparieren könnten. Die entsprechenden Fachkräfte haben wir, um diese Arbeiten zu bewältigen. Die Finanzmittel hatten wir ebenfalls. Aber in diesem Jahr hat sich die Situation völlig verändert. Jetzt gibt es dafür keine Gelder mehr. Auch hier kann man feststellen, dass sich die Verhältnisse erfreulich verändert haben. Aber die Zahl der Probleme ist nicht geringer geworden. Wenn nicht schnellstens dringend notwendige Maßnahmen erfolgen, stehen die Füße der Kinder in der überfließenden Kanalisation und die Feuchtigkeit wird wegen der defekten Drainage in die Schlafzimmer dringen. Weil das Wasser fehlt, müssen die Toiletten geschlossen werden und alle Bequemlichkeiten, wie die Russen sagen, gibt es dann im Hof.
Der Brandschutz droht mit strengsten Strafen bei Verletzungen der Bestimmungen für die Lagerung von Kohlen. Aber es gibt keinen anderen Platz für die Kohlen. Man möchte die Hälfte des Gartens haben, um eine breite Straße zu den Einfamilienhäusern der wohlhabenden Besitzer hinter dem Kinderhaus anzulegen. Es wäre dann viel bequemer. Eines der kompliziertesten Probleme ist heute das des sozialen Waisenstandes. Die Anzahl dieser Kinder, also sogenannter Sozialwaisen, wächst von Tag zu Tag. Etwa 130 weitere Kinder müsste man heute noch in Kinderhäusern unterbringen. Die frühere Art und Weise, solche Kinder in Kinderhäusern unterzubringen, hat sich nicht bewährt. Vor allem deshalb, weil nach der Unterbringung in bisheriger Weise noch mehr Probleme entstehen. Probleme der Eingliederung in den Arbeitsprozess, Probleme der Anpassung dieser Kinder an das gewöhnliche, normale Leben. Deshalb haben wir einen anderen Weg gewählt, die Gründung kleiner Kinderhäuser. Jedes Haus steht für 15 bis 20 Kinder zur Verfügung. Diese Projekte müssen realisiert werden und dürfen nicht nur auf dem Papier stehen. Die Verwirklichung solcher Projekte ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und wir sind dem Anthropos e.V. sehr dankbar dafür, dass dessen Mitarbeiter unsere Idee unterstützen und auch materielle Hilfe leisten. Aber das ist noch keine Lösung des Problems. Das Problem steckt viel tiefer. Es ist ein soziales Problem, das Problem der Familienarbeit. Das ist aber gerade jenes Arbeitsfeld, das bislang völlig außer Acht blieb. Dabei ist die Familie das Wichtigste und stellt die kleinste Zelle des Staates dar. Wie fest sie ist und wie glücklich sie ist, darin liegt unsere Zukunft. Die Zukunft unserer Heimat, des ganzen Landes und des ganzen Volkes. Es ist unmöglich, das Problem des sozialen Waisenstandes ohne Lösung des Familienproblems bewältigen zu wollen. Wie viel Grausamkeit und Kränkendes haben diese schuldlosen Kinderaugen bereits gesehen. In ihrem noch so kurzen Leben gab es viele hungrige Tage, wo im ganzen Haus kein Brotkrümel zu finden war, mit Prügeln und Demütigungen. Und mit jedem Tag wurde ihnen ihr Vaterhaus kälter und fremder. Jetzt haben sie Gott sei Dank das Schrecklichste hinter sich. Sie haben ein Haus, in dem es viele Spielsachen gibt. Ein Haus, wo sie freundlich betreut, getröstet und gefüttert werden. Für sie ist das bisher wenig bekannte und schwer verständliche Wort Anthropos damit verbunden, dass es in diesem Haus ruhig und gemütlich sein wird. Immer wieder wird es irgendwo in ihnen unbekannten Ländern, Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern, gutherzige Menschen geben, die an sie denken und für sie sorgen. Anthropos bedeutet Mensch. Anthropos.